So, hallo und herzlich willkommen, heute ein neues Video. Ich bin hier gerade bei meinem Bruder im Zockerzimmer mit meinem Bruder. Das Zimmer habt ihr vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Video gesehen. Und heute geht es um seinen Simulationssitz, also seinen Rennsitz, der jetzt gerade in der zweiten Generation ist. Auf den werden wir noch gleich eingehen. Wir werden die erste Generation zeigen, was er sich gebaut hat. Und wir werden dann kurz ansprechen, was in der Zukunft kommen würde. Und darüber geht es jetzt auch in der Serie. Wir wollen quasi so die ersten Schritte, jetzt den zweiten Schritt zeigen und dann, wohin es gehen soll, und das Ganze ein bisschen mit dem Video verfolgen, weil ich denke, das ist mega interessant, weil das auch nicht jeder zu Hause hat. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu meinem Bruder. Ja, servus Leute, auch von mir. Wie es mein Bruder ja gerade schon angeteasert hat, ein bisschen, das Ganze hier soll ein bisschen eine Serie werden. Und zwar bin ich seit geraumer Zeit mit Simracing beschäftigt. Und die Sache sehe ich gern von zwei Seiten. Das ist einmal natürlich die Fahrerei, alles halt, was dazu gehört. Und natürlich Simracing, wie es halt ist, ist natürlich auch eine Equipment-Geschichte, was man so alles hat. Wie ist das alles quasi entstanden bei mir? Weil für mich ist die Fahrerei auch ein wesentlicher Punkt, aber ich bin da wirklich mehr der Spaßfahrer. Ich bin jetzt nicht auf Top-Rundenzeiten aus oder irgendwie im E-Sports natürlich in die Richtung unterwegs. Also wirklich nur reiner Spaßfahrer. Für mich ist die technische Seite schon auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Aber genau die Seite ist, wenn man da das ernsthaft oder in die Richtung ernsthaft betreiben will, eine Sache, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Vor allen Dingen preislich natürlich auch, weil die Preis-Range bei sowas extrem hoch ist. Von Anfänger-Equipment bis High-End ist da alles dabei. Und wir sprechen jetzt gleich mal so ganz grob durch, wo wir jetzt hier so bei mir liegen. Und ja, darum soll es mir gehen, weil im Internet, was man so im Moment an Videos findet, ist einfach so, es hat jemand was, zeigt dann immer seine perfekten Rundenzeiten und keine Ahnung was, was ja alles in Ordnung ist. Aber ich wollte jetzt eigentlich mit dieser Serie auch mal so ein bisschen durchleuchten, wie sich sowas auch über die Zeit, vor allem eigentlich über lange Zeit, über Jahre entwickelt. Und vor allen Dingen mit all seinen positiven und auch negativen Aspekten und auch so ein bisschen auf die Funktionssachen eingehen. Wie gesagt, was wir jetzt noch kurz durchsprechen, ist der aktuelle Stand. Und ja, für die Zukunft wird es geben einen Full Motion Simulator. Der ist schon geordert, der ist auch schon auf dem Weg hierher. Dazu werden dann noch die folgenden Videos kommen. Und um den Weg, habe ich jetzt gesagt, möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen im Video mal gehen. Und weil ich glaube, es sind viele Leute, die sowas einfach interessiert. Man liest auch unglaublich viel, aber dass sowas wirklich irgendwie so eins zu eins videodokumentiert ist, findet man eigentlich kaum. Von dem her hoffe ich, dass ihr da auch mit uns Spaß dran haben werdet. Und ja, jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch zu sehr viel erzählen, würde ich mal anfangen. Ich habe angefangen 2015 im Endeffekt. Da habe ich mir von Fanatec damals ein fertiges Rig gekauft. Das hieß CSL, Moment, CSL Racing Seat hieß der. Und der hat mich damals 350 Euro gekostet. Das war ein super Teil von den Anfang. Dazu gab es ein Forza Motorsport CSR Wheel. Dazu gab es CSR Pedale und ein CSR Shifter Set. Das hat insgesamt zusammen gekostet 730 Euro. Das ist, glaube ich, mit dem Rig zusammen und allem drum und dran, glaube ich, noch einigermaßen hinnehmbar. Von dem her ist es, glaube ich, ein ganz guter Start. Ich bin mit Fanatec bisher tipptopp zufrieden. Von dem her ist es wirklich top. Ja, also zu dem Sitz. Ich habe jetzt hier nur so quasi die Daten. Ich habe jetzt noch ein paar Fotos rausgesucht, die werden wir dann für euch nochmal einblenden, dass ihr das auch seht.
Man muss dazu sagen, ich habe das Ding, wie man es auf den Fotos dann sehen wird, betrieben einfach vor dem Fernseher. Glaube ich, so eine recht klassische Variante. Nicht jetzt irgendwie mit Triple Screen Setup oder irgendwas oder geschweige denn VR-Brille. Das war mein Anfang. Allerdings hat es mich da auch relativ schnell nach mehr gedurstet, sag ich mal. Deswegen habe ich das Ding irgendwann verkauft und habe dann angefangen, so wie wir es jetzt hier uns jetzt mal zusammen anschauen, mit einem Alu-Rig aus Alu-Profilen. Dazu kann ich sagen, ich habe die Profile, falls euch das interessiert, bestellt über Händler. Der heißt einmal Item Industrietechnik und Alu-Profiltechnik. Das ist da relativ simpel. Man kann sich da mal durchschauen, was es alles an Teilen gibt. Die Auswahl ist enorm groß. Auch von den Profilen selber mit verschiedenen Maßen, dicker, dünner, je nachdem wie man es braucht. Teilweise auch, ob man es normal silber oder schwarz haben will und so Geschichten. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber ans Rig und gehen da einfach mal Punkt für Punkt zusammen das durch. So, jetzt sind wir hier am Rig. Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen in ein paar Bildern gesehen. Ich will euch ein paar Sachen dazu sagen. Sowas kann man ja gerne dann auch als Anhaltspunkt nehmen, wenn man ja mit dem Gedanken spielt, sich sowas selber zu bauen. Das ist im Endeffekt, muss man ganz ehrlich sagen, man muss nicht dafür studiert haben, das ist nicht so schwierig. Man muss sich halt vorher ein paar Gedanken drüber machen, wie das Ding aussehen soll. Und wenn man sich dann, wie ich gerade schon gesagt hatte, ein bisschen auf den Internetseiten die Teile anguckt und die Teile, was zur Verfügung sind, dann kann man sich, glaube ich, im Kopf so relativ schon schnell ein Bild zusammenbauen. Beziehungsweise, was ich auch gemacht habe vor, einfach über Google in Foren rumgesucht. Da gibt es genug Leute, die sowas auch schon mal gebaut haben. Das muss ja auch jetzt nicht unbedingt aus Alu sein, da gibt es verschiedenste Versionen aus Holz und geschweißt und alles Mögliche. Aber ich sage mal so, diese Alu-Profile sind, muss man auch von Anfang an sagen, keine billige Alternative, aber es ist eine Alternative, man ist unglaublich flexibel damit. Man kann alles beliebig anpassen, man kann dazu schrauben, man kann wieder abschrauben, es ist nichts fest und es ist einfach unglaublich flexibel, wie ich gerade gesagt habe. Wenn wir jetzt gerade mal hier schauen, hier vorne zum Beispiel bei den Pedalen, da sind hier zum Beispiel gibt's diese Winkelstücke, das kann man dann aufschrauben und man kann die komplette Platte quasi hoch und runter sich einstellen. Als Beispiel, genauso habe ich es hier oben gemacht. Das ist jetzt einmal hier mit diesem Hebel ist verschlossen und auch hier haben wir so einen Winkelversteller. War eigentlich dazu gedacht, wenn man das zum Beispiel so machen würde, man kann das aufmachen auf beiden Seiten, kann das Lenkrad komplett nach vorne klappen, um dann quasi auf der anderen Seite wieder eine Fläche zu haben für einen Joystick zum Beispiel Richtung Flugsimulation oder irgendwas. Und so zum Beispiel dann auch auf der anderen Seite hier, da gibt es hier so Drehelemente zum Beispiel, womit ich hier natürlich jetzt die Tastaturhalterung gemacht habe, habe ich mir hier einfach ein Blech bestellt. Da gibt es auch genügend Seiten, wo man dann sagen kann, so und so ein Winkel, die Maße, das ist heutzutage alles überhaupt kein Problem. Kann man hier komplett beliebig rumklappen. Dann weiter der Stuhl selber. Ein witziger Fakt, das war von meinem Bruder aus seinem allerersten Auto, hat er sich Sportsitze gekauft. Sind das, glaube ich, waren das FK, kann das sein? Ich glaube, ja. Müsst ihr mal gucken auf die Seite, da gibt es wirklich, das sind vielleicht für den Alltagsgebrauch im Auto nicht so geeignet, weil es dann doch, sag ich mal, relativ billige Sitze sind. Aber für sowas tun es die alle mal. Ich habe den jetzt seitdem ich das Rig habe hier im Einsatz. Er sieht vielleicht nicht mehr ganz frisch aus, aber es ist nichts abgescheuert oder irgendwas. Also für das hier absolut ausreichend. Optisch sieht er gut aus. Grundsätzlich ist so ein ganz normaler Sportsitz. Man kann ihn klappen, die Lehne. Und ich habe sogar an der Rig unten die originalen Schienen hingebaut, um den Sitz quasi nach vorne und nach hinten zu fahren, wie ganz normal im Auto. Sowas lässt sich eigentlich überall realisieren.
Equipment selber, die Tastatur und die Maus, was jetzt dann dazugehört, das ist einfach ganz normal über Bluetooth mit dem PC verbunden. Das ist dann kein Thema, dass ich das dann auch von hier bedienen kann und nicht jedes Mal aufstehen muss quasi und zum PC zu laufen. Fernseher ist ganz normal in 55 Zoll, das ist kein Triple Screen. Da kann man sich vielleicht auch in Zukunft nochmal Gedanken drüber machen, aber da bin ich mir noch nicht wirklich sicher. Weil es gibt ja heutzutage schöne Optionen wie VR und so Geschichten. Da haben wir, kann man glaube ich jetzt auch schon mal sagen, gleich ein neues Gerät vorbestellt. Die HP Reverb G2 oder wie sie heißt. Da verspreche ich mir sehr, sehr viel davon. Aber das heißt abwarten, die wird im Herbst dann kommen. Gehen wir mal vielleicht noch kurz hier auf das eigentliche Equipment ein. Also wir haben hier... Es ist alles von Fanatec, muss man sagen, weil, wie gesagt, habe ich vorhin ja schon gesagt, ich bin hochzufrieden bis jetzt mit dem Zeug. Es ist sehr, sehr gute Qualität alles, zu einem noch meiner Meinung nach annehmbaren Preis. Allerdings auch bei Fanatec gibt es natürlich teureres Equipment. Das ist jetzt hier eine normale Wheelbase noch, die CSL Elite Wheelbase ist das. Die, wenn man da natürlich auch Richtung einem DD-Wheel geht, da geht es dann auch mal dann also nur für die für die Wheelbase, wenn man es dann auch so nennt. Das sind Direct Drive Wheels, da fängt es aber an bei 800 Euro und geht locker, glaube ich, bis 2000 Euro. Was aber, ich kann es jetzt selber noch nicht beurteilen, was aber scheinbar das Nonplusultra ist. Allerdings ist das mir bisher ausreichend. Dazu habe ich jetzt hier noch bisher mein einziges Lenkrad. Das ist das CSL Elite P1 hieß es, glaube ich, Lenkrad. Das ist halt immer so ein bisschen standardmäßig dabei. Kompatibel auch für die Xbox One. Man sieht es ja hier auch schon an den Knöpfen. Da ist alles so, wie man es kennt. Gibt es auch ein passendes Lenkrad für die PS4. Ja, für die PS4 habe ich richtig gesagt. Da kann man dann an der Wheelbase hier einfach, gibt es einen Modusschalter und dann kann man das umschalten, PC-Modus, Xbox-Modus oder halt PS4-Modus. Das Lenkrad ist natürlich schön, ein bisschen mit Alcantara. Von der Bedienung her hat es hier einen Haufen Knöpfe. Hinten die Schaltwippen, ganz wichtig. Die fühlen sich auch richtig schön satt an. Aber die genaue Technik jetzt von den einzelnen, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Da gibt es, glaube ich, genug andere Videos, wo ihr euch das angucken könnt, bevor wir jetzt hier auch wirklich zu ausschweifend werden. Nächster Punkt ist hier die Schaltung. Das ist die Fanatec Club Sport Shifter V1,5 ist das. Man hat hier ganz schön die Möglichkeit, einmal den sequentiellen Modus. Und was bei der Schaltung extremst geil ist, man hat hier an der Seite einen Schalter, den kann man umschalten und dann ist man hier schon ganz normal im Haarschaltungsmodus. Und das funktioniert eigentlich und es fühlt sich eigentlich wirklich auch alles gut an. Man hat hier, ist im Rückwärtsgang, runterdrücken zum Beispiel, beziehungsweise haben wir hier sogar noch einen siebten Gang zur Verfügung, zur Not. Ich wüsste allerdings, jetzt habe ich noch nichts gesehen, wo man den brauchen würde. Ist meines Wissens, glaube ich, der einzige Shifter, der das so einfach miteinander verbindet, einen Haarschalter mit einem sequentiellen Schalter. Negativer Aspekt ist natürlich der Preis, allein das Teil kostet, glaube ich, knapp 260 Euro. Übrigens die ganzen Preise von dem Einzelequipment, da stellen wir euch einfach unten in die, Videobeschreibung. In die Videobeschreibung. Eine Liste, wo ihr die einzelnen Preise seht. Also, wie ihr seht, ist schon nicht zu unterschätzen. Nächster Punkt ist hier die Handbremse. Die ist relativ bezahlbar mit 130 Euro. Was kann sie? Man kann damit eine Vollbremsung hinlegen. Ganz praktisch bei Rallye-Spielen, da braucht man sowas natürlich vermehrt. Ansonsten, ja, ist ein schönes Gimmick, aber für den Preis jetzt aber auch nicht unbedingt tödlich. So, das wird doch das Wichtigste, sind natürlich unten die Pedale. Und die habe ich jetzt selber noch nicht so lang. Da gibt es natürlich auch, glaube ich, pedaltechnisch nicht allzu viel zu sagen dazu. Wir haben Kupplung. Das haben sie mittlerweile auch so gelöst, dass du hier wirklich gefühlt auch einen Druckpunkt hast. Das hatten meine alten Pedale so in der Form noch nicht.
Dann die Bremse, auch die hat mittlerweile hier einen Einsteller. Da kann man quasi die Vorspannung einstellen und dann hat, ist das auch kein Gefühl. Ja, es fühlt sich an wie eine richtige Bremse einfach. Ja, meine alte Bremse war quasi im Endeffekt wie es bei jedem Gaspedal ist. Man drückt von A bis Z durch und es fühlt sich einfach durchwegs gleich an. Bei einem Gaspedal ist es natürlich normal, aber eine Bremse im echten Auto, umso mehr man drückt, umso schwerer wird es. Und das wird hier über diese Vorspannung einfach simuliert. Zusätzlich, was hier noch ganz schön ist, da sind hinten zwei kleine Motoren dran. Das sind wie so eine Art Rüttelmotoren, um quasi an der Bremse und am Gas natürlich eher durchdrehende Reifen zu simulieren und an der Bremse natürlich ein ABS. So, also ich glaube, hier wären wir dann mal soweit, zumindest Stand der Dinge jetzt soweit durch. Wenn ihr hierzu irgendwelche Fragen habt, egal was, haut es einfach in die Kommentare. Ich versuche oder wir versuchen euch da so gut wie es geht dann irgendwie weiterzuhelfen. Ansonsten wird es jetzt dann weitergehen. Das nächste Video wird davon gehen, quasi, da werde ich ein bisschen auf den Full Motion Simulator eingehen. Da gibt es dann ein paar Daten und so Geschichten. Dann natürlich geht es weiter mit Unboxing, wenn das Teil dann tatsächlich da ist. Über Aufbau und natürlich bis hin zum Fahren. Ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich dann auch Einstellungsgeschichten und so Sachen. Werden wir alles zusammen durchmachen, wie gut oder wie schlecht es auch immer funktionieren wird. Ich hoffe natürlich gut, aber ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch mit Bock drauf und euch interessiert ist. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert auch den Kanal von meinem Bruder. Würde uns sehr freuen. Und bleibt mir eigentlich nur weiter zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video.